Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie zu unseren heutigen Triple N Talks begrüßen zu dürfen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Oskar Baris. Ich leite hier an der Montanuniversität den Lehrstuhl für Physik und ich bin auch zumindest ab und zu in unserem Sustainable Development Panel etwas tätig. Und ich darf Ihnen nun unsere heutige Rednerin vorstellen. Das ist die Frau Dr. Olga Speck von der Universität Freiburg in Breisgau, also in Deutschland, nicht in der Schweiz. Olga Speck hat Biologie und Sport studiert an der Uni Freiburg und sie hat 2003 eben dort promoviert zu Schwingungsdämpfung bei Pflanzen. Sie hat dann seit circa 2002 unterschiedlichste Projekte an der Uni Freiburg geleitet im Rahmen ihrer sehr breiten Interessensgebiete, zum Beispiel über funktionale Morphologie und Biomechanik von Pflanzen, über bio inspirierte Materialsysteme, zum Beispiel selbstreparierende Systeme oder adaptive Systeme oder auch über Verbundwerkstoffe. Sie hat auch allgemein zu Themen der Biomimetik geforscht und zur nachhaltigen, damit zusammenhängenden nachhaltigen Technologieentwicklung. Und sie macht auch sozusagen sehr viele Bereiche der Aus- und Weiterbildung, insbesondere im Bereich Biomechanik und Biomimetik. Olga ist auch Principal Investigator im Freiburger Exzellenzcluster, das sogenannte LIFMAT-S, Living Adaptive and Energy Autonomous Material Systems, wo sie sich auch mit Schadenskontrolle in Pflanzen beschäftigt und wo sie versucht, eben diese Konzepte als Inspiration für technische Anwendungen zu nutzen. Und dabei ist ja die Nachhaltigkeit ein ganz besonderes, großes Anliegen. Und das ist auch der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, bei uns einen Vortrag zu halten. Sie ist heute da, leider nur virtuell. Das ist sozusagen aufgrund ihrer großen Reisetätigkeit. Ich würde sagen, bevor wir beginnen, noch der Hinweis, bitte Fragen durchaus schon während dem Vortrag in den Chat stellen. Wir werden die dann nachher sozusagen abarbeiten. Genau. Und damit können wir eigentlich starten. Der Titel des Vortrags ist Schadenskontrolle nach dem Vorbild von Pflanzen, Inspiration für effiziente Ressourcennutzung und Abfallvermeidung. Olga, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. It's all yours. Ja, herzlichen Dank, Oskar, für die wirklich tolle Einführung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute diesen Vortrag hier halten darf zu einem Thema, das mich sehr interessiert seit vielen Jahren. Und Sie werden sehen, dass da ganz viele der Ergebnisse und Projekte der letzten Jahre zusammengekommen sind. Oskar hat es schon erwähnt, also ich habe mehrere Hüte auf. Ich bin einmal Principal Investigator in unserem Cluster, aber ich bin auch Mitglied des Botanischen Gartens und den würde ich gerne als erstes vorstellen. Der gehört zur Universität Freiburg. Wir haben ungefähr 6000 Arten, alle potenzielle Vorbilder für technische Übertragungen im Rahmen der Bionik. Natürlich als Universität sind wir tätig im Bereich der Lehre, aber auch im wissenschaftlichen Bereich, vor allem unterwegs bei der funktionellen Morphologie, Biomechanik von Pflanzen und Biomimetik. Diese beiden Herren, die Sie hier oben sehen, das sind zwei Doktoranden von mir, die bereits abgeschlossen haben und viele der Ergebnisse sind von den beiden während der Dissertation entstanden und deshalb möchte ich sie Ihnen heute einmal hier zeigen. Noch ein Wort vielleicht zu unserem Cluster of Excellence, LIFMATS. Wir beschäftigen uns ja mit der Entwicklung neuer Materialsysteme und da haben wir verschiedene Gebiete. Einmal beschäftigen wir uns hier in Area A mit der Energieautonomie dieser Materialien oder Materialsysteme. Dann in B geht es um die Adaptivität der Materialsysteme und in C, und hier bin ich auch beschäftigt, da schauen wir die Langlebigkeit oder versuchen wir zu verstehen, wie die Langlebigkeit von Systemfunktionen funktioniert, sowohl in den biologischen Vorbildern als auch in den technischen Anwendungen. Und da gehört jetzt genau der Vortrag von heute, das Thema dazu, die Schadenskontrolle. Dann haben wir noch eine Area D, da geht es um gesellschaftliche Herausforderungen, wie eben zum Beispiel die Nachhaltigkeit dieser Materialsysteme.
Und in diesem Zusammenhang forsche ich hier zusammen mit den Kollegen an dem sogenannten bionischen Versprechen. Da werde ich später noch drauf zurückkommen. Und dann haben wir noch diesen Demonstratorbereich, in dem wir unsere Ergebnisse zusammenbringen und in Form von Demonstratoren vorstellen. Und hier kommt dann zum Beispiel die Psychologie ins Spiel, die schaut und untersucht, inwiefern diese neuen Materialsysteme überhaupt akzeptiert werden von den Nutzern. Hier jetzt ein ganz kurzer Überblick, was ich in den nächsten circa 40 Minuten berichten werde. Zunächst mal möchte ich vorstellen, was passiert, wenn sich die Leitbilder der Bionik und der Nachhaltigkeit treffen. Was passiert da wissenschaftlich? Dann möchte ich Ihnen vier Beispiele geben, wie diese von Pflanzen inspirierte Schadenskontrolle tatsächlich eine Inspiration sein könnte für eine reduzierte Abfallgeneration. Einmal kann man natürlich eine Schadensprävention machen, zum Beispiel durch graduelle Übergänge oder auch zum Beispiel durch eine Windschnittigkeit von Pflanzen. Zum Zweiten aber auch können diese Verletzungen oder Wunden, die bereits entstanden sind, durch Selbstreparatur wieder zurückgestellt werden, beziehungsweise, und das ist was ganz Interessantes, in der Natur finden wir auch, dass die Pflanzen Wunden oder Abrissgrägen produzieren, das nennt man Abszession, das heißt, hier werden Pflanzenorgane absichtlich abgeworfen. Und dann komme ich zum Schluss nochmal auf ein paar zusammenfassende Worte. Ich würde gern mit dem Leitbild der Bionik beginnen, vielleicht ein kleines Background-Information. Wir gehen davon aus, jetzt im Hinblick auf Schadenskontrollmechanismen, dass die während der biologischen Evolution mehrfach unabhängig voneinander bei den verschiedenen Pflanzen entstanden sind. Das gibt uns natürlich eine Fülle von Möglichkeiten, wo wir schauen können und wo wir lernen können. Und auch in meinem Vortrag werde ich Ihnen verschiedene Beispiele vorstellen. Und jetzt kommt die Biomimetik ins Spiel. Wenn wir diese biologischen Vorbilder gefunden haben, dann kann man entweder anschließend an eine technische Fragestellung oder eine biologische Fragestellung diese biologischen Vorbilder untersuchen. Man findet das Funktionsprinzip und dieses Funktionsprinzip wird dann abstrahiert und übertragen auf eine technische Anwendung. Ich werde gerade an diesen Beispielen, die ich hier gezeigt habe, später noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wie kann man herausfinden, ob in dem Bereich oder an der Schnittstelle zwischen Bionik und Nachhaltigkeit überhaupt geforscht wird, was passiert da? Wir haben einfach mal eine Statistik erstellt und haben geschaut, wie viele Publikationen hier auf dieser Achse als Funktion der Jahre beziehungsweise hier die Anzahl der Publikationen nochmal genannt, detailliert, wie viel Publikationen sind denn im Laufe der Jahre entstanden zu diesem Thema, die diese Themen oder diese beiden Themen in ihren Stichworten haben. Und da können wir ganz schön sehen, das fängt ungefähr 2000 ganz zart an. In der Zeit wurde auch das erste Mal das Wort Anthropozän proklamiert. Da hat man sich eben darauf verständigt, dass es ein neues Zeitalter gibt, das der Mensch sehr stark beeinflusst. Und dann können wir schön sehen, ja, wie diese Themen oder dieser Themenmix dann exponentiell angewachsen ist. Also ganz offensichtlich beschäftigen sich auch Wissenschaftler sehr ernsthaft mit diesem Thema. Und letztendlich geht es ja ein bisschen um dieses bionische Versprechen. Die Frage ist doch tatsächlich, wenn wir von der Natur oder biologischen Vorbildern lernen, was für Hoffnungen haben wir dann eigentlich? Eigentlich haben wir die Hoffnung, dass das, was in diesen biologischen Vorbildern drinsteckt, dass wir das übertragen können. Und was sind das für spezielle Qualitäten, die wir dort meinen zu sehen? Das sind zum Beispiel, dass sie im Laufe der Evolution optimiert wurden, dass sie ökologisch eingepasst sind, dass sie ein niedriges Risiko bergen und dass sie, und das ist das Nächste, was oft gesagt wird, dass diese Lösungen oder diese biologischen Lösungen nachhaltig sind. Da können wir als Wissenschaftler natürlich erstmal nachfragen, ist es denn tatsächlich so, dass die Natur oder die Biologie nachhaltig ist? Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das nicht so. Die Natur ist
nicht nachhaltig in dem Sinne eines Leitbilds, denn das Leitbild der Nachhaltigkeit hat ja den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, also es ist anthropozentrisch und es ist teleologisch, denn wir haben uns ja ein Ziel gesetzt, das Ziel der Generationen, Gerechtigkeit, das kennen Sie, die nächste Generation soll genauso gut leben wie die jetzige Generation. Das ist gerade das Gegenteil von dem, wie biologische Evolution funktioniert. Sie stellt nicht den Menschen in den Mittelpunkt und sie hat auch nicht von Anfang an eine Mission oder ein Ziel oder eine Strategie, sondern durch Versuch und Irrtum entstehen diese biologischen Lösungen. Das heißt, hier haben wir einen ganz starken Unterschied und deshalb können wir sagen, das biologische Vorbild ist kein einfaches Blueprint oder keine einfache Vorlage, um ein biologie-inspiriertes Produkt zu erhalten, das gleichzeitig nachhaltig ist. Wenn man ein bionisches Produkt haben möchte, das nachhaltig ist, dann muss man von vornherein in der Entwicklung des Produkts auch festlegen, dass man auf die Nachhaltigkeit achtet. Und was man natürlich immer machen kann, ist zu schauen, ob die bionischen Produkte im Vergleich zu den konventionellen nachhaltiger oder nicht so nachhaltig sind. Also man kann vergleichende Untersuchungen machen, das ist ja klar. Und man kann, und das haben wir jetzt ganz schön gezeigt, man kann schon auch lernen von der Natur oder von biologischen Vorbildern für Nachhaltigkeit. Zum Beispiel haben wir biologische Konzepte gefunden, die sehr gut übereinstimmend sind mit den Nachhaltigkeitsstrategien. Die kennen Sie sicher auch, die Effizienz, Konsistenz und die Suffizienz. Wir haben uns ganz wirklich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und wir glauben, dass es auch so eine Art bioinspirierte Nachhaltigkeit geben kann und man kann die auch messen, denn was wir in der Natur und in der Technik haben, das ist auf der einen Seite wollen wir eine gewisse Funktion haben. Das kann bei der Pflanze jetzt zum Beispiel sein, dass sie Photosynthese macht. Das kann bei einem Bauwerk aber oder bei einem Dach eines Hauses sein, dass es Schutz bietet und weitere Funktionen hat. Und das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich, das steht in Relation zu dem, was man an Ressourcen verbraucht. Das heißt, je mehr Funktionen man hat, je weniger Ressourcen man verbraucht, desto besser ist eigentlich letztendlich die das Nachhaltigkeitsbudget. Und alles wird natürlich oder in unserem Fall jetzt auf die Säulen bezogen der Nachhaltigkeit, soziale Säule, ökologische und ökonomische Säule. Ich zeige Ihnen später, wie wir das gelöst haben. Den normativen Rahmen für die ganze Nachhaltigkeit bietet ja die Agenda 2030. Das ist ein international anerkanntes Set von 17 Nachhaltigkeitszielen und den 169 Subzielen, im Englischen viel schöner beschrieben als Targets, denn das sind tatsächlich Ziele, die man messen kann anhand der Indikatoren. Und jetzt können wir einmal schauen, das passt eben jetzt zum Vortragsthema auch. Es geht hier um das Ziel Nummer 12, da geht es eben um nachhaltigen Konsum und Produktion. Und wenn wir einmal hier schauen, dann sehen wir eines der Targets, ganz genau geschrieben, bis 2030 möchte man das Nachhaltigkeitsmanagement und die effizienten Nutzung von natürlichen Ressourcen fördern. Und hier auf der Seite steht dann auch genau, an welchen Indikatoren man das messen kann. Oder, und das ist auch sehr interessant und zielt noch besser auf das Thema, das ich gerade vorstellen möchte, eine substanzielle Reduktion eben der Abfälle durch Prävention, Reduktion, Recycling und Reuse. Und jetzt haben Sie schon jede Menge Wörter gehört mit diesem R vorne dran. Man hat sich da in den letzten Jahren so ein bisschen bemüht, uns Handlungsanweisungen zu geben, wie wir es im Kontext einer Kreislaufwirtschaft auch selbst, jeder Einzelne von uns, partizipieren können. Wir sollen teilnehmen, wir müssen uns daran beteiligen, anders wird es wohl nicht gehen. Also es geht eben, wie hier steht, um Public, es geht auch um Designer, es geht um die, die alles herstellen und so weiter. Jeder von uns ist gefordert und mit diesen Schlagworten, die alle mit R anfangen, sehen wir sehr schön, was wir tun sollten. Wir sollten reduzieren, reuse, repair oder recycle. Und diese R-Wörter zeigen uns eben ganz genau, wie wir beitragen können zu den drei Säulen,
die gesellschaftliche, ökonomische und Umweltsäule, aber auch zu den drei Nachhaltigkeitsstrategien. Jetzt war ich schon so schön bei diesen ganzen R-Wörtern und jetzt komme ich tatsächlich, nachdem ich diesen Background ein bisschen umrissen habe, möchte ich Ihnen zeigen, was wir jetzt in den nächsten Minuten hier zusammen anschauen. Wenn wir über Schadenskontrolle sprechen, und Schadenskontrolle bedeutet tatsächlich aus dem einen oder anderen Grund, dass wir weniger Abfälle haben. Das ist in der Natur ja auch so. Dann kann man das auf zweierlei Art bekommen. Auf der einen Seite kann man eine Schadensprävention machen oder eben, wenn ein Schaden entstanden ist, dann muss man mit dem Schaden eben umgehen. Schadensprävention, und damit würde ich in meinem Vortrag auch anfangen, kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass es verschiedene graduelle Übergänge gibt. Wenn wir graduelle Übergänge haben, geht das Material an der Stelle nicht so leicht kaputt. Oder dass die Pflanze eben zum Beispiel reagieren kann. Hier sehen Sie eine Pflanze bei uns im Windkanal und man kann schön sehen, wie die sich in den Wind legt. Also die hat da schon ganz gute Möglichkeiten, den Strömungswiderstand zu erniedrigen. Und wenn die Pflanzen eben mit diesen Konzepten unterwegs sind, dann sehen wir, dass sie höheren Stress aushalten können, ohne kaputt zu gehen. Dann habe ich ja schon gesagt, es gibt die Selbstreparatur, wenn schon mal ein Schaden entstanden ist. Und diese Selbstreparatur ist ja nicht nur bei den Pflanzen, wie man es hier sieht, zu finden, sondern kann man durchaus, je nachdem, was es für ein Funktionsprinzip ist, auch in ein technisches Produkt überführen. Oder eben, was ich vorhin auch schon gesagt habe, die Abszission, das heißt das Abwerfen von Blattorganen durch gezielte Wunden. Jetzt möchte ich einmal mit der Arbeit von Max Langer anfangen. Das war eine Zusammenarbeit von Max Langer, der Biologe ist, und den Architekten in Stuttgart im Rahmen eines Transregios. Und die Architekten haben uns gefragt, wie das in der Pflanzenwelt gelöst wird. Hier oben sehen wir nämlich die Schwierigkeit in der Architektur. Wir haben hier ein röhrenförmiges Element und hier haben wir ein planares Element. Und jetzt sollen die miteinander verbunden werden. Und was man hier schön sehen kann, ist, dass da jede Menge einzelne Teile genommen werden, die ineinander übergehen. Und es ist total kompliziert und kann auch zu Spannungsspitzen führen. Und an den Stellen geht es dann eben auch meistens kaputt. Wir haben als Vorbild herausgesucht Blätter mit Stiele, und denn da haben wir genau das gleiche. Wir haben hier den Blattstiel, das ist ein röhrenförmiges Element, dann haben wir hier die flächige Lamina, die Blattspreite, und dazwischen haben wir eine Art Transitionszone oder Übergangszone. Und wir können sehr schön sehen, denn diese Pflanzen sind ja auch Biege- und Torsionslasten ausgesetzt, dass sie durch verschiedene Übergänge hier in diesem Bereich der Übergangszone sehr schadensresistente Strukturen bilden können. Jetzt möchte ich Ihnen einige dieser Gradienten vorstellen, die durchaus auch in die Technik überführt werden können. Ich möchte erst mal vorstellen, mit welchen Pflanzen wir hier gearbeitet haben. Wir haben einmal gesagt, wir suchen uns verschiedene Baupläne raus. Da haben wir die Monokotyledon und die Dicotyledon genommen. Das sind einfach Einteilungen in der Pflanzenwelt. Diese Pflanzen haben verschiedene Merkmale. Ein Merkmal der Monokotyledon ist zum Beispiel, dass sie diese Parallelnervatur haben, und die Dicotyledon haben sehr oft so eine Netznervatur. Und dann haben wir gesagt, wir würden gerne noch verschiedene räumliche Anordnungen von dem Stängel und der Lamina haben. Und da haben wir eben hier die 2D-Anordnung, das heißt hier am Rand der Blattspreite entspringt hier der Stängel, währenddessen hier ist es so eine Art 90-Grad-Winkel. Deshalb werden diese Art von Blätter in Englisch auch als Umbrella Leaves bezeichnet. Und jetzt können wir mal schauen, hoppla. Wir haben einfach mal die Geometrie angeschaut. Wie verändert sich die Geometrie hier vom Stängel bis in diese Übergangszone? Und man sieht sehr schön, hier haben wir so eine U-Form, die ist auch hier noch in der Übergangszone noch vorhanden. Und jetzt fängt es langsam an, dass die Lamina dazukommt. In diesem Fall hier haben wir einen elliptischen Querschnitt und hier dieses U, das sind die Leitbündel, Festigungsgewebe. Und wenn wir ein Stück weiter nach oben gehen, dann sehen wir, dass dieser Stängel eigentlich im Prinzip immer noch abgebildet ist. Aber rechts und links entsteht so langsam die Lamina.
Hier haben wir auch einen graduellen Übergang von einem runden Stängel in einen dreieckigen Übergangszone. Und bei dieser Pflanze, bei der Pilea, sind beide Elemente kreisrund. Man sieht, dass die Leitgewebe ein bisschen anders angeordnet sind. Da komme ich gleich noch drauf. Alles, was wir dazwischen angeschaut haben, war ohne abrupten Übergang. Es war einfach alles ein gradueller Übergang, eben jetzt in Bezug auf die Geometrie. Wenn wir uns die Form anschauen, auch da finden wir graduelle Übergänge. Wir haben das zum Beispiel jetzt festgemacht am Tapering Mode. Das kennen Sie auch alle. Jede Pflanze hat eine gewisse Verjüngung zum Apex hin. Wenn wir einen Baum malen, malen wir ihn immer so, dass er unten breiter ist als oben. Dann sieht er erst natürlich aus. Und diesen Tapering Mode, also diese Verjüngung, die kann man berechnen. Wenn die 0 ist, dann ist es einfach hier ein Zylinder. Wenn sie 1 ist, dann ist es ein Kegel und so weiter und so fort. Was wir sehen können, ist, dass diese Pflanzen zwar unterschiedliche Tapering Modes haben. Die beiden hier mit der 3D-Anordnung haben die etwas geringeren Werte als die beiden, die hier die 2D-Anordnung haben. Aber auch hier haben wir natürlich entlang des ganzen Stängels gemessen und haben keine abrupten Übergänge gefunden, sondern so wie es hier auch aufgemalte, schöne, langsame Übergänge der Form. Man kann sich die Größe auch anschauen. Wie gehen die Pflanzen mit der Größe um? Hier kann man jetzt zum Beispiel als Größenparameter oder Variablen kann man die Fläche, das axiale oder das polare Flächenträgheitsmoment nehmen. Hier haben wir jetzt mal das axiale Flächenträgheitsmoment als Funktion von der Höhe gezeichnet. Hier ist basal, also weiter unten, hier am Beispiel zum Beispiel jetzt von Caladium bicolor. Und wir sehen, dass entlang des Stängels jetzt das hier erstmal diese schwarzen Punkte, das ist so mehr oder weniger ein linearer Zusammenhang. Manchmal wird es ein bisschen größer, manchmal ein bisschen weniger. Das hängt eben auch mit dem Taper zusammen. Und dann finden wir eine zweite Teil dieser Kurve, das ist die Übergangszone. Das sind hier diese roten Punkte. Und da sehen wir, dass wir eben an der Stelle ein exponentielles Wachstum der verschiedenen Größenparameter haben. Diese zweiteilige Kurve haben wir bei all unseren Blattvorbildern gefunden. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass man jetzt auch quantitativ sagen kann, hier hört der Stängel auf, hier fängt die Übergangszone an und hier hört sie auch wieder auf, weil da anschließend die Lamina kommt. Das war eigentlich auch ganz schön, als wir das so rausbekommen haben. Man kann sich jetzt noch das, was ich vorhin als Parallel- oder Netznervatur benannt habe, also das heißt, das sind eigentlich ja die Leitbündel, in denen der Wasser- und Zuckerferntransport stattfindet. Die hat sich der Max mit dem im Mikro-CT angeschaut und dann später koloriert. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel ganz schön auch diese Parallelnervatur von dem Blatt von Hosta. Wir haben hier Caladium und Pilea. Das sind die beiden Blätter, die diese 3D-Anordnung haben. Und was man auch hier sehr schön sehen kann, das fängt hier mit einem Strang an, der sich dann nach oben hin verzweigt. Das ist jetzt die Seitenansicht, Aufsicht und von unten. Die sehen sich sehr ähnlich, obwohl sie wirklich nicht nah verwandt sind. Aber das sind natürlich funktionelle Dinge, die dazu führen, dass die sich hier so ähnlich sehen in dem Verlauf, 3D-Verlauf dieser Festigungsgewebe. Hier haben wir dann noch diese Netznervatur von Hemigraphis. Die sieht dann irgendwie fast schon ein bisschen spirrig aus. Aber auch hier, wir haben das natürlich auch angeschaut, in Filmen gedreht, gemacht. Wir finden hier keine abrupten Übergänge, keine Kerben, nichts dergleichen. Auch hier auf jeden Fall Gradienten zusätzlich zu allem. Auch wenn wir weiter reingehen in diese Pflanze, jetzt hier am Beispiel von Caladium, ja, jetzt tauchen wir da immer weiter ein, sozusagen mit der Vergrößerung und dann sind wir hier auf einer mikroskopischen Ebene. Und sehen hier diese Leitbündel, die wir eben noch als blau dargestellt gesehen haben im Mikro-CT, eingebunden hier in dieses poröse Parenchym. Das Parenchym hat sogar hier noch Löcher, da an diesen Stellen, wo ich jetzt hindeute, da ist sogar Luft. Die anderen Zellen sind mit Flüssigkeit gefüllt und da liegen jetzt diese Leitbündel drin. Und wenn wir da nochmal reinzoomen, dann sehen wir, die Leitbündel sind lignifiziert. Das ist hier ein gefärbter Schnitt, die sind rot und
Aber man kann sehen, dass es hier so einen graduellen Übergang gibt von diesem sehr starken rot gefärbten Material zu dem Parenchym außen herum. Also auch hier keine abrupten Übergänge, sondern schöne graduelle Übergänge. Und das muss man sich jetzt einfach vorstellen, also auf allen Hierarchieebenen finden wir diese graduellen Übergänge und die summieren sich sozusagen auf. Also man könnte da wahrscheinlich jetzt noch endlos weitermachen, aber ich würde jetzt eigentlich ganz gerne an der Stelle, wo ich gezeigt habe, was die Pflanzenblätter uns allein alles gezeigt haben und was wir von denen gelernt haben, einmal auf ein Beispiel kommen aus der Technik. Eben in Zusammenarbeit mit den Architekten und hier mit Herrn Sobeck haben wir oder hat Herr Sobeck einen graduellen Beton entwickelt. Das ist ein Beton, der eben Lufteinschlüsse hat und deshalb nicht so massiv ist wie ein konventioneller Beton. Und was wir hier sehen, ist einmal, also nur ein Beispiel. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir können Nachhaltigkeit natürlich schon messen, wir können sie eben vergleichend messen. Wir können schauen, was passiert, und das ist jetzt bei den Architekten, wenn wir eine Decke in einem Haus bauen aus einem konventionellen Beton oder aus dem graduellen Beton, dem bioinspirierten. Und da kann man schon ganz schön sehen, hier ist aufgetragen, was man an Ressourcen braucht. Hier drüben sieht man nochmal, was damit gemeint ist. Also zum Beispiel die Armierungen oder eben hier der Beton selbst oder welche elektrische Energie gebraucht wird, was für den Transport benötigt wird. Und so hat man da ja verschiedene Kategorien. Aber was tatsächlich deutlich zu sehen ist, ist, dass der gradierte Beton tatsächlich wesentlich weniger Ressourcen verbraucht, klar, weil er ja diese Lufteinschlüsse hat, weil er nicht massiv ist. Und dann kommt noch etwas Interessantes dazu, was man eben indirekte Savings nennt. Das heißt, in diesem Fall, wenn ich eine leichtere Decke habe, dann kann ich eigentlich auch auf einiges Material in den Mauern verzichten, weil diese Mauern müssen ja nicht so hohe Lasten tragen. Jetzt komme ich einmal auf den Punkt zurück, den ich am Anfang schon angesprochen habe, wo ich gesagt habe, wir haben eine Funktion und schauen dann, wie viele Ressourcen dafür verbraucht wurden. Eben im Zusammenhang mit Raphael Horn, der diese Publikation hier auch mit uns zusammengeschrieben hat. Er hat diese Darstellung entwickelt, ja, dass man also auf der einen Seite schaut, welche Funktionen gibt es im Bereich der drei Säulen, Soziales, Ökonomie und Umwelt. Und natürlich, hier sieht man das jetzt also farblich dargestellt. Und dann kann man aber auch schauen, wie viele Ressourcen müssen verbraucht werden, damit eine Decke eben alles tragen kann, dass sie vielleicht auch Geräusche mindert und so weiter. Ja, also sie hat ja verschiedene Aufgaben. Und das Schöne an dieser Darstellung hier ist tatsächlich, dass dieser graue Kreis, den Sie hier außen sehen, das ist tatsächlich unser Ausgangspunkt, nämlich was diese Decke gefertigt aus einem konventionellen Stahlbeton kann und was sie kann und was sie an Ressourcen verbraucht. Und jetzt können wir sehen, dass wenn wir hier diese Kuchenstücke anschauen, dass die Radien wesentlich kleiner sind als für den konventionellen Fall. Das bedeutet, also vergleichend jetzt die beiden Decken aus konventionellem Stahlbeton und aus graduellem Stahlbeton können die gleichen Funktionen erfüllen, aber für dieses bioinspirierte Material verbraucht man wesentlich weniger Ressourcen. Eigentlich genau das, was man möchte. Und hier vielleicht einfach ein paar Zahlen, die der Raphael für uns ausgerechnet hat. Also wir haben eine Reduktion oder was er Overall Savings nennt von 55,8%, wenn es um Ressourcen überhaupt geht. Bei Global Warming Potential sind es ungefähr 19% und bei Material- und Energieverbrauch 40%. Das ist schon einiges. Ich möchte es einmal zusammenfassen. Also ich habe Ihnen gezeigt, dass wir die Blätter als Vorbild genommen haben und tatsächlich in den Blättern so viele verschiedene graduelle Übergänge gefunden haben, im Bereich der Geometrie, der Form, der Größe, dem Verlauf der Festigungsgewebe, was wir ja bei Stahlbeton auch haben, aber auch der Mechanik.
Also hier ist jetzt erstmal Lignin gedacht, aber auch, wir haben auch mechanische Tests gemacht, die das ebenfalls zeigen. Und was man einfach sagen kann, ist, dass diese Übereinanderstapelung dieser gradierenden Übergänge tatsächlich bei Pflanzen dazu führt, dass sie höhere Stress aushalten können, ohne kaputt zu gehen. Und genau das ist ja der Punkt, hier entsteht dann eben auch kein Abfall. Das würde genauso gelten für ein technisches Material. Ich komme jetzt auf den nächsten Punkt, Damage Prevention durch Response. Hier haben wir vorhin schon gehört, dass ich mal in meiner Doktorarbeit an Pflanzen und der Dämpfung Schwingungsdämpfung von Pflanzen gearbeitet habe. Also prinzipiell kann man sagen, dass Pflanzen ja Biege- und Torsionslasten ausgesetzt sind, zusätzlich zu ihrem eigenen Gewicht, zum Beispiel durch Wind oder auch durch Regen, manchmal durch Schnee oder wenn sich Tiere obendrauf setzen, gerade wenn sich jetzt die Vögel wieder sammeln. Also manche Bäume sind da offensichtlich Sammelpunkte, da biegen sich die ganzen Äste nach unten. Oder eben auch, wenn mal ein Tier dran vorbeistreicht. Und was man schön sehen kann, ist, dass hier bei diesem Caladium bicolor, bei diesem einzelnen Blatt hier in der windstillen Situation steht es wunderbar aufrecht. Obendrauf ist die Blattspreite. Dann haben wir es bei uns in den Windkanal gestellt. Ja, und dann hat sie sich einmal gebogen, aber sie hat auch tordiert. Das heißt, sie hat eine Stellung eingenommen, die offensichtlich eine gewisse Optimierung hat. Während meiner Doktorarbeit sind wir mit mehreren Windmessern und dieser Stange hier in die Kammer gefahren, um Windprofile aufzunehmen von Arundodonax, das ist auch das Klarinettenrohr genannt. Und wir haben dann festgestellt, dass wir verschiedene Windprofile bekommen. Hier haben wir jetzt einmal diesen Pflanzenbestand, der ist ungefähr 4,5 Meter hoch und hier sind 5 Windmesser dran und das sind diese Punkte hier und die rote Kurve, die wir hier sehen, wurde am Rand von diesem Bestand gemacht. Dann haben wir alles abgebaut und in die Mitte reingetragen und nochmal gemessen. Sieht ein bisschen anders aus, aber prinzipiell finden wir da unten in der Kammer sind diese Pflanzen Windgeschwindigkeiten zwischen 1 und ungefähr 8 Meter pro Sekunde ausgesetzt. Das fanden wir schon mal ganz interessant. Und jetzt komme ich an den Punkt, wo wir mal geguckt haben, wie es mit dem Strömungswiderstand aussieht. Wir haben eine Pflanze einzeln gestellt und haben sie mit der Videokamera aufgenommen, um ihre Fläche zu messen und haben zeitgleich die Windgeschwindigkeit gemessen. Und dann kamen wir am Ende zu dieser Kurve hier. Wir sehen hier den Strömungswiderstand und hier als Funktion der Windgeschwindigkeit. Und bei niedrigen Windgeschwindigkeiten haben wir festgestellt, hier habe ich das nochmal raus vergrößert, dass wir einen quadratischen Zusammenhang mit der Geschwindigkeit haben. Das kennen wir eigentlich auch aus den Schulbüchern oder Lehrbüchern. Aber dann passierte etwas, offensichtlich irgendetwas, denn ab 1,5 Meter pro Sekunde haben wir plötzlich einen linearen Zusammenhang. Und das hängt doch tatsächlich damit zusammen, dass diese Pflanze anfängt, sich in den Wind zu legen und windströmig zu werden oder Streamlining zu machen. Und dadurch geht der Strömungswiderstand offensichtlich runter. Was man natürlich jetzt machen kann, weil wir ja schon so schick hier diese Formel hatten, man kann das ja jetzt mal hochrechnen, was würde passieren, wenn diese Pflanze nicht die Eigenschaft hätte, sich in den Wind zu legen, sondern immer gleich aufrecht stehen bleiben würde. Das haben wir hier können wir hier in dieser Tabelle jetzt anschauen. Also hier haben wir einmal die Windgeschwindigkeit, die wir gemessen haben, und dann den dazugehörigen Strömungswiderstand, den wir vor Ort sozusagen ermittelt haben. Und hier haben wir einfach mal mit dieser grünen Kurve, mit dieser Formel, haben wir einfach mal geguckt, was würde passieren, wenn die Pflanze kein Streamlining macht, und haben dann ausgerechnet, um wie viel reduziert sich denn jetzt hier der Strömungswiderstand. Und was wir tatsächlich sehen können, natürlich, je höher die Windgeschwindigkeit ist, jetzt hier 10 Meter pro Sekunde, dann haben wir schon eine Reduktion des Strömungswiderstands um 73%. Also schlussendlich zusammengefasst kann man sagen, durch diese Möglichkeit, sich in den Wind zu legen, sich zu rekonfigurieren, ja, mit den Blättern, mit den Stängeln, hat die Pflanze die Möglichkeit, viel höhere Windkräfte auszuhalten, ohne dass sie irgendeine Verletzung hat oder einen Schaden nimmt. Ich möchte hier an der Stelle einmal auf
eine begriffliche Konfusion hinweisen. Wenn wir, ich habe jetzt immer nur über die Pflanzen gesprochen, aber wenn wir über technische Materialien sprechen, dann haben wir das oft, dass da ganz viel auch über Adaption und so weiter gesprochen wird. Und das geht munter durcheinander. Also was ich eben vorgezeigt habe, ist Response. Das ist eine einzelne Pflanze, die rekonfiguriert ihre Pflanzenorgane innerhalb von Sekunden oder Minuten. Das heißt, sie sieht dann irgendwie ein bisschen anders aus, orientated, haben wir es genannt. Und das ist aber ein reversibler Vorgang und die stellt sich ja auch wieder zurück. Ganz interessant, Pflanzen können sich auch akklimatisieren an einem bestimmten Standort. Ja? Das heißt, es sind auch einzelne Pflanzen und die können sich, wenn sie bestimmten Umweltbedingungen ausgesetzt sind, innerhalb von Tagen oder Monaten tatsächlich anpassen. Das heißt, dass die Expression ihrer Gene sich ändert. Dadurch haben die ein anderes Wachstumsmuster. Das heißt, wir können die Pflanzen im Prinzip ein bisschen trainieren, könnte man fast sagen. Und das findet man auch, also es werden oft Versuche gemacht, die einen Pflanzen werden nicht bewegt und die anderen werden so und so oft am Tag geschüttelt. Und dann sieht man einfach, dass die Geschüttelten manchmal ein bisschen kleiner bleiben, eine andere Rosette ausbilden, andere mechanische Eigenschaften haben. Das ist aber nicht erblich. Und dann kommt dazu die Adaption. Und das ist in der Biologie tatsächlich etwas, was über einen evolutionären Zeitraum stattfindet, innerhalb von Populationen von Pflanzen. Und hier ändert sich tatsächlich das genetische Material, also die DNA ändert sich eben durch Versuch und Irrtum, haben wir vorhin ja schon besprochen. Und da kommen dann adaptierte Pflanzen raus. Wenn wir jetzt über Mechanik sprechen, dann sind es wirklich Merkmale, die weitervererbt werden. Da gibt es diese sogenannte Drittpflanzengesellschaft. Das kennen wir, das Gänseblümchen zum Beispiel gehört dazu. Das ist ganz niedrig und der Vegetationspunkt ist fast ein bisschen unterhalb von der Erdoberfläche, dass wenn wir da drauf herumlaufen oder auch die Tiere drauf herumlaufen, der Vegetationspunkt nicht kaputt geht. Und das ist tatsächlich etwas, was weiter vererbt wird. Also gibt es immer, wenn es um den Begriff adaptive Materialien oder Stimuli-Responsive Materialien geht, da gibt es immer Klärungsbedarf, kann ich einfach nur mal so sagen an der Stelle. Jetzt möchte ich auf Deformation kommen und wie wir oder wie die Kollegen, meine Kollegen in Freiburg und die Architekten in Stuttgart hier eine wunderbare Fassadenverschattung geschafft haben. Sie haben sich angeschaut, hier die Blüte der Paradiesvogelblume und wir sehen schon, hier ist sie im unbelasteten Zustand und hat hier diese zwei lila Blütenblätter und sobald hier sich ein Vogel draufsetzt, gezeigt durch diesen, also ein Gewicht drauf appliziert wird in Form von einem Vogel zum Beispiel, das ist hier der Pfeil, dann gehen die auseinander, die beiden Blätter und das ist im Prinzip etwas, was ein Architekt als ein schreckliches Versagensart ansieht, das ist nämlich laterales torsionales Buckling. Buckling ist eine Versagensart, die, das lernt jeder Architekt im ersten Semester, das muss vermieden werden. Aber die Natur hat sich das hier zu eigen gemacht und scheint es auch im Griff zu haben. Und die Biologen haben das nachweisen können und die Architekten überzeugen können. Denn jetzt haben wir Folgendes. Wir haben hier unten sehen Sie diese Fassadenverschattung in drei verschiedenen Phasen, zu, halb zu, offen, halb zu und ganz zu. Und wir haben hier tatsächlich so ähnlich wie es bei der Paradiesvogelblume ist, wir haben hier hinten eine Art Rückgrat, das ist ein Stab, und an dem sind zwei Lamellen angebracht. Und es sind hier keinerlei Gelenke. Das Ganze bewegt sich nur dadurch, dass Druck auf diesen Stab ausgeübt wird und der Stab biegt sich durch und dabei gehen diese Lamellen auf oder zu. Das heißt, jetzt haben wir hier durch diese Deformation tatsächlich ein Produkt ohne Gelenke. Und ohne Gelenke heißt, das hält länger durch, ohne Schaden. Das muss auch nicht so sehr gewartet werden. Das quietscht nicht, das muss nicht geölt werden, nichts dergleichen. Ich würde das gerne nochmal zusammenfassen, die Damage Prevention durch Reaktionen, zum Beispiel auf Windstress. Ich habe Ihnen gezeigt anhand von Arundodonax, dass es eben diese Reconfiguration gibt, diese sich in den Wind legen, dass wir aber auch im Rahmen der Akklimation trainierte Pflanzen haben können, die sich dann von den Kontrollen zum Beispiel in der Länge vom Stängel oder in mechanischen Eigenschaften unterscheiden können. Man kann nie voraussagen,
in welche Richtung das geht, weil das hängt von der Pflanzenart ab, das hängt von dem Stimulus ab, es hängt davon ab, wie lange der Stimulus auf die Pflanze wirkt. Also das ist eine interessante Geschichte. Und dann gibt es eben auch das, was wir Adapted Plants nennen, also die Adaption. Und ja, vorhin schon von den Blättern erzählt, da möchte ich nur an dieser Stelle sagen, was ganz Verrücktes haben wir hier. Also der Pflanzenstängel, der ist steif, biegesteif, aber also steifer in Biegung als in Torsion, währenddessen es bei der Übergangszone gerade andersrum ist, die steifer in Torsion als in Biegung. Aber auch hier kann man jetzt sagen, durch diese verschiedenen Möglichkeiten, die die Pflanzen haben, können sie höheren Stress aushalten, ohne dass sie Schaden nehmen. Jetzt würde ich gerne zu Damage Management kommen, und zwar zur Selbstreparatur. Und da habe ich in den letzten Jahren sehr viele Projekte gemacht. Ich bringe jetzt nur ein paar Beispiele hier. Ganz schön ist eigentlich, was wir festgestellt haben, sowohl in biologischen als auch in technischen Systemen haben wir eine Art Überbegriff. Das ist die Selbstreparatur, und die teilt sich auf in eine schnelle Selbst Versiegelung und anschließende Selbstheilung. Diese zwei Phasen unterscheiden sich ein bisschen, aber das ist entscheidend wichtig, zeigt das nachher noch. Bei der Selbstversiegelung ist diese Verletzung oder der Riss noch da, aber ist funktionell eben repariert, aber manchmal sind die mechanischen Eigenschaften nicht wie vorher, aber es geht eben schnell. Das ist manchmal wichtig, das ist der Vorteil. Hier bei der Selbstheilung, die schließt eben an die Versiegelung an, da ist dann, und es könnte, also hier möchte ich noch einmal zeigen, hier haben wir einen Riss, und das, was hier so blau-lila dargestellt ist, ist eine Versiegelungszelle, die sich da ganz schnell reinquetscht in diesen Riss. Währenddessen hier sieht man jetzt, ja, hier war auch mal eine Verletzung, aber die ist jetzt geheilt, die ist strukturell und auch von den mechanischen Eigenschaften her wiederhergestellt. Hier sind jetzt sogar neue Zellen entstanden, aber das hat eben ein bisschen länger gedauert. Vielleicht noch ein paar andere Beispiele zur Selbstversiegelung. Welche Prinzipien können wir da finden? Wir haben hier zum Beispiel ein ganzes Pflanzenblatt, das sich deformiert, und das sieht man hier oben war mal eine Verletzung. Es können sich auch einzelne Gewebe nur deformieren. Hier zum Beispiel, dann wird der Spalt hier etwas schlanker. Dann die Versiegelungszellen, die sich hier reinquetschen, hatte ich gerade eben schon gezeigt. Aber was wir auch oft haben, ist, dass Pflanzensaft austritt, wie hier bei diesem Kaktus. Das ist dann Schleim. Das kann aber auch Latex sein oder das kann auch ein Harz sein bei einem Baum. Jetzt die Selbstheilungsprinzipien. Da finden wir oft bei Pflanzen, dass sie ein Wundperiderm bilden, das heißt ein sekundäres Abschlussgewebe, und dann fangen die auch an, nochmal neue Zellen zu produzieren. Wir finden hier, sehen Sie da in dem Bereich, wo der Schnitt war, sehen wir so eine gelbe Schicht, und diese gelbe Schicht, das ist Pflanzenmaterial, das da produziert wurde, und zwar ist es eine Schicht aus Lignin und Superin, eine Art Schutzschicht, damit hier nichts mehr eindringen kann. Manchmal sehen wir auch, dass in dem Bereich der Wunde eine Verholzung stattfindet, wo es sonst eigentlich keine Verholzung ist, wie bei den Bastfasern von Flachs hier. Das hilft natürlich, die mechanischen Eigenschaften wiederherzustellen an dieser Stelle. Und in dem Fall dann auch die Koagulation von Latex. Wir sehen hier an der Stelle so einen Pfropf, der war dauerhaft, und die Pflanze hat dann anschließend gar nichts weiteres unternommen. Das reichte aus. Möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, an dem wir sehr viel gelernt haben? Und zwar diese Mittagsblume, Delosperma cuperi. Das ist eine Pflanze, die in Südafrika in sehr trockenen Gebieten wächst. Und die hat diese fleischigen, sukkulenten Blätter, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Und man kann sich, und hat, man sieht auch hier schon Beschädigungen, man kann sich vorstellen, dass diese Pflanze einen hohen Selektionsdruck hat, eine schnelle Versiegelung dieser Wunden zu generieren. Denn sonst würde ja dieses kostbare Wasser, das hier versammelt ist, würde ja dieses Wasser verschwinden, und das muss geschützt werden. Und dann kam der Student, das war damals der Felix Flüss, und ich habe gesagt, Felix, mach doch mal einen Schnitt und guck doch mal. Und dann hat er auch, das hat er dann auch gemacht. Also hat hier diese Blätter genommen, hat einen Schnitt reingemacht, einmal quer, einmal längs und einmal hier außenrum, und hat dann alle 30 Sekunden ein Bild gemacht. Und nach 60 Minuten hat er festgestellt, wenn er den Schnitt in diese Richtung macht, also quer, dann biegt sich dieses Blatt. Nach 60 Minuten hört es auf, dann sind die Wundränder, treffen sich die Wundränder, ist keine Gefahr mehr, dass Wasser austritt. Bei dem Längsschnitt
Interessanterweise hat sie es auch gebogen. Ehrlich gesagt haben wir das überhaupt nicht verstanden. Ich löse das nachher auf, aber ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und dann habe ich ihn gebeten, eben so einen Ringelschnitt zu machen, einmal außen rum. Und dann hat die Pflanze Folgendes gekonnt. Das sieht man jetzt hier. Die zieht sich dann zusammen und zwar so lange wieder, nach 60 Minuten abgeschlossen, bis die Wundränder sich getroffen haben. Und dann tritt da kein Wasser mehr aus. Jetzt war die Frage, wie macht die Pflanze das? Das hätten wir gerne verstanden. Und dann haben wir als allererstes, macht man eigentlich immer, mal geguckt, wie das morphologisch anatomisch bei der Pflanze aussieht. Hier auf der linken Seite sehen wir jetzt einen Querschnitt und jetzt mal von den ganzen Details befreit. Hier nach rechts kann man sehen, also letztendlich haben wir sechs Schalen, die wie so eine russische Puppe ineinander drinstecken. Ja, das sind diese verschiedenen Gewebeschichten und die grauen Gewebeschichten, nämlich die Epidermis und dieses Netz aus Leitbündeln und auch der Strang aus Leitbündeln stehen unter Zugvorspannung, währenddessen das Chlorenchym und das Parenchym, wo das viele Wasser auch gespeichert wird, die stehen unter einer Druckvorspannung. Und das ist jetzt wichtig, weil wir haben ja gesehen, es gibt ja eine Deformation, eine Bewegung von dieser Pflanze. Und da kann man jetzt mal sehr schön schauen, hier bei diesem Diagramm von Dumais und Forterre, wie Pflanzen so eine Bewegung zustande bringen. Und zwar sind hier einmal aufgetragen auf der X-Achse das Gewebe, die Größe des Gewebes, das sich bewegt. Das ist in unserem Fall, sind es 3 mm, das ist der Durchmesser von unserem Pflanzenblatt. Und hier die Geschwindigkeit. Und da gehen wir jetzt mal auf die 60 Minuten, nach denen das Ganze abgeschlossen ist. Das heißt, wir finden, dass es mindestens hydraulische Bewegungen geben muss, weil wir hier oben gelandet sind. Aber das Ganze kann noch beschleunigt werden durch mechanische Instabilitäten. Und davon habe ich ja gerade schon gesprochen, die verschiedenen Zug- und Druckvorspannungen. Jetzt haben wir hier dieses Blatt nochmal im Längsschnitt schematisch dargestellt. Und da haben wir ein analytisches Modell gemacht mit dem Kollegen Konrad zusammen. Da ging es um elastische und viskoelastische Deformationen. Wir haben eben diese fünf Schichten genommen und haben gesagt, die stehen alternativ unter Vorspannungen, Zug- und Druckvorspannungen. Und jetzt kann man sehen, hier haben wir ein junges Blatt, das saugt sich jetzt sozusagen voller Wasser. Diese Zellen, hier schematisch dargestellt, werden immer praller. Das heißt, die sind dann unter Druckvorspannung und diese rot gezeigten Gewebe stehen dann passend unter Zugvorspannung. Wenn jetzt in diesem Zustand hier das adulte Blatt, wenn da keine Wunde kommt, nichts, dann ist das bleibt einfach. Das ist ja in einem mechanischen Gleichgewicht, das hat sich so eingestellt. Jetzt kommen wir und schneiden auf einer Seite hier rein, egal ob in Längs- oder in Querrichtung, aber wir zerstören diese Symmetrie von diesen Schalen auf einer Seite. Und dadurch kommt kompensatorisch hier eine Bewegung zustande und das ist diese Biegebewegung. Und das geht eben dann so lange, bis sich ein neues mechanisches Gleichgewicht eingestellt hat. Und jetzt erklärt sich auch, wie es zustande kommt, dass sie sich zusammenzieht bei einem Ringelschnitt. Das ist nämlich hier dargestellt. Das heißt, hier zerstören wir natürlich auch das mechanische Gleichgewicht, aber die Symmetrie bleibt erhalten, weil wir ja einmal außenrum geschnitten haben. Deshalb zieht sie sich in dem Fall zusammen. Also kann man sagen, diese Pflanze hat diese elastische Energie gespeichert in Form von Zug- und Druckvorspannung. In dem Augenblick, wo wir da reinschneiden, zerstören wir dieses mechanische Gleichgewicht. Sie fängt an, sich zu bewegen, bis sie in einem neuen Gleichgewicht ist. Aber was wir auch festgestellt haben, also auch hydraulische Bewegungen sind hier oder werden hier generiert. Das haben wir mit dem numerischen Modell zusammen mit dem Kollegen Klein überprüft, verschiedene Szenarien durchgerechnet. Und was wir festgestellt haben, war, dass diese ganze Bewegung, diese ganze Versiegelungsbewegung findet eigentlich wird dadurch initiiert, dass wenn wir da reinschneiden, dann haben wir gesehen, dass als allererstes ein Tropfen Wasser austritt. Damit fängt das Ganze an, so startet das Ganze. Und dann, wir haben Verschiedenes angeschaut, aber im Wesentlichen wird diese hydraulische Bewegung gesteuert durch die Permeabilität der Gewebe und der Zellmembranen. Das sind die beiden Parameter, die hier entscheidend sind. Für uns interessant war,
dass wir beides finden. Wir finden sowohl mechanische Instabilitäten als auch hydraulische Bewegungen. Und das ist eigentlich irgendwie auch klar, denn das ist so wichtig für die Pflanze in diesem trockenen Gebiet, dass sie ganz schnell eine Versiegelung garantieren kann, dass sie eben sogar zwei zugrunde liegende Prinzipien hat, die sich gegenseitig unterstützen oder auch komplementieren. Das war nicht nur für uns spannend als Biologen, sondern auch für meine Kollegen hier, Ying Becker, die mit uns dieses Drei-Schichten-Modell, diesen Drei-Schichten-Demonstrator entwickelt hat. Und zwar hat sie durch eine bestimmte Art und Weise der Herstellung tatsächlich eben jetzt Schichten gehabt, die unter Zug- oder Druckvorspannung stehen. Sie hat da eben vom Gedächtnismaterial mit diesem PDMS-Elastomer verbunden. Und was ich sagen kann auf die Schnelle ist, hier sieht man diesen Stab und wir haben dann hier reingeschnitten und dann tatsächlich hat er angefangen, sich zu biegen. Und nach 60 Minuten war es auch gut. Und wir denken, dass das ein gutes Beispiel ist, jetzt Proof of Concept zu zeigen, dass man mit diesen Zug- und Druckvorspannungen tatsächlich ein Material generieren kann, das Wunden verschließen kann. Aber weil es sich ja auch bewegt, je nachdem, wie man es halt auch in der Technik braucht, vielleicht auch als Aktuator verwenden könnte. Also zusammengefasst kann man sagen, dass das Damage Management durch Selbstreparatur physikalische, chemische oder auch biologische Prinzipien beinhaltet in der Biologie. Wir haben einmal eben die physikalischen, das sind diese unter hohem Druck stehenden Pflanzensäfte, die herausquellen oder auch diese Versiegelungszellen oder eben auch diese Vorspannungen, chemische Vorgänge wie zum Beispiel die Koagulation von Latex, aber auch biologische, nämlich dass neue Zellen gebildet werden. Ganz klar kann man sagen, die Pflanzen können den Schaden, der durch Wunden entstand, sehr gut abmildern oder sogar zurückschrauben. Wir stellen fest, dass diese biologische Art der Selbstversiegelung und Selbstheilung sehr schwer in die Technik zu übertragen ist. Also das meiste, was wir finden, sind physikalisch-chemische Reaktionen, die können leichter übertragen werden. Ja, und jetzt komme ich zum letzten Beispiel und das wäre die Abszession, über die habe ich vorhin ja schon berichtet und das ist eine Arbeit von Max Mühlow aus seiner Doktorarbeit. Er hat hier vergleichend zwei Kakteenarten angeschaut und zwar einmal die sehr gut bekannte Opuntia ficus indica, den Feigenkaktus und der hat hier ja das kennen Sie alle, diese Äste, die da so der Reihe nach entstehen. Und was wir festgestellt haben, gerade ältere Erstanbindungen sind sehr stabil. Da muss man schon ordentlich dran ziehen, bis man die in der Testmaschine auseinanderbringt. Er hat sie dann eben auch nochmal ins MRT gesteckt, diese Pflanze. Und was wir hier schön sehen können, also hier haben wir einen Ast, von dem zwei abgehen. So ein bisschen zart sieht man hier auf der Seite dieses Grüne, das ist sind die Abschlussgewebe. Das Blaue wiederum sind die Leitgewebe, die hier durch diesen Engpass gehen. Und bei den älteren Pflanzen sehen wir, was wir hier Periderm nennen, also so eine Art Kragen, der hier eine Verstärkung bringt. Das Periderm ist ein sekundäres Abschlussgewebe, das ungefähr 10-mal steifer ist als die normalen Abschlussgewebe. Das geht schwer auseinander. Währenddessen Vergleich, die sind relativ nah verwandt. Hier haben wir keine Transitionszone, sondern eine Abszessionszone bei dieser Cylindropuntia bigelovii. Die hat ganz fragile Ast-Ast-Anbindungen. Also, wenn ich die hier auf meinen Schreibtisch stellen würde, würde einer mit der Hand auf den Tisch hauen, dann würden wahrscheinlich schon 3 bis 4 von diesen Ästen abfallen. Also, es war auch ein Manöver, bis er die aus dem Gewächshaus dann in der Testmaschine hatte, ohne dass das schon alles abgeknallt war. Und das interessiert uns deshalb, weil wir haben ja auch über Recycling gesprochen, wenn es darum geht, wie man Abfall vermeiden kann. Und die Pflanzen können das wirklich, sie machen es wirklich perfekt. Ja? Also wenn sie etwas loswerden wollen, wenn es nicht mehr gebraucht wird oder wenn ein Apfel reif ist, wie auch immer, die Pflanzen können ganz genau bestimmen, wann und wo ein Pflanzenorgan abgestoßen wird. Und das hat uns jetzt eben interessiert und wir arbeiten da gerade mit den Kollegen von der
der angewandten Mathematik zusammen. Wir würden gerne verstehen, was vielleicht die wichtigsten drei Variablen sind oder Parameter sind, die wir brauchen, um von diesen Kakteen zu lernen für eine technische Anwendung des Trennen von Materialsystemen. Das ist der Punkt hier. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nur zeigen. Wir haben hier die Fracture Energy gemessen, wie wir, also was in Millijoule pro Quadratmillimeter, und die ganze Ast-Ast-Anbindung von Ficus Indica hat ungefähr 20, dann die Abschlussgewebe 4 und die Leitbündel 41. Das ist jetzt die etwas stabilere Variante. Wenn wir uns jetzt hier diese fragile Art anschauen, dann sehen wir, dass das ganz niedrige Werte sind. Das ist passt schon ein bisschen zu der Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, dass diese Äste ganz leicht abfallen. Aber es kann nicht nur an diesem Periderm liegen. Wir gehen davon aus, dass da auch verschiedene andere Dinge noch eine Rolle spielen. Aber auf was ich hinweisen möchte, weil das ist jetzt ein ongoing Project, daher kann ich natürlich noch nicht alle Ergebnisse heute darstellen, aber was ich zeigen möchte, ist, wie schwierig das eigentlich auch ist. Und es ist mindestens genauso schwierig wie in der Technik auch, Materialsysteme voneinander zu trennen. Das ist jetzt ein Längsschnitt hier durch einen Weihnachtsstern, den kennen Sie auch. Und hier geht ein Blattstiel ab. Und man kann schon sehen, hier passiert irgendwas. Also da scheint also jetzt eine Abszessionszone zu entstehen. Und hier oben dran, dieses kleine Ding, das ist jetzt die Knospe fürs nächste Jahr. Jetzt haben wir das hier einmal schematisch nachgezeichnet und mir kommt es jetzt eigentlich darauf an zu zeigen, die fallen erst dann ab, wenn das für die Pflanze der richtige Zeitpunkt ist, aber auch der richtige Ort, denn es darf nicht innerhalb von dieser nächsten Knospe diese Abszessionszone entstehen, sonst kann ja im nächsten Jahr kein neues Blatt gebildet werden. Also ganz knapp daneben. Und wenn wir das jetzt anschauen, diese verschiedenen, in den Farben verschieden dargestellten Gewebe, die müssen ja alle hier durchtrennt werden. Und die haben auch alle ganz verschiedene Funktionen, die haben unterschiedliche anatomische Merkmale, mechanische Merkmale, also die unterscheiden sich zum Teil wirklich sehr, sehr stark. Und trotzdem hat die Pflanze eine Möglichkeit gefunden, diese Materialsysteme zu trennen. Wie kann so eine Abszession zustande kommen? Also natürlich klar die Form. Wir wissen, dass Kerben immer ein Punkt sind, wo dann eben auch so eine Trennung stattfindet. Auch die Geometrie ist unterschiedlich. Das haben wir auch festgestellt, gerade bei Ficus. Ne? Also haben wir zum Teil elliptische Äste, aber die Transitionszone ist kreisrund. Es können neue Zellen entstehen, die unterschiedliche Formen haben. Da können Enzyme noch eine Rolle spielen. Oder manchmal schwillt auch plötzlich eine Zellreihe an. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass sich die anderen Zellen dann voneinander trennen. Oder was es auch geben kann, sind eben so abrupte Übergänge in der Mechanik. Gut, dann komme ich zum Schluss meines Vortrags. Ich wollte noch mal ein paar Sachen zusammenfassen. Also ich hoffe, dass ich am Anfang zeigen konnte, dass das bionische Versprechen nicht leicht einzulösen ist. Man kann nur dann bioinspirierte Lösungen auch nachhaltig machen, wenn das von vornherein ein Plan ist und wenn man sich um diesen Punkt kümmert. Ich habe hoffentlich zeigen können, dass wir mit diesem R-Framework eine Hand bekommen, wie wir uns alle beteiligen können, gerade auch jetzt für die Nachhaltigkeit und im Zusammenhang mit dem SDG 12 kann man sagen, die Schadensprävention, das ist schon technischer Standard, also Sie können heute mit Ihrem Auto mit 180 über einen Bordstein fahren, da kracht Ihnen kein Rad ab, das ist alles schon so gut gemacht, aber natürlich aufgrund von Überdimensionierung und Material, das wir mit uns herumfahren. Was wir noch nicht so oft finden, ist eben Damage Management in Form von Selbstreparatur. Vielleicht kommen wir an den Punkt, dass wir besser verstehen, wie wir Materialien voneinander trennen können. Ich bin jetzt sehr gespannt, was wir da in unserem Projekt noch rausfinden. Aber ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass diese Damage Prevention und auch Damage Management tatsächlich einen Beitrag leisten kann, um Abfall zu reduzieren. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir haben noch Zeit für ein paar Fragen, und die ich sehr gerne beantworten möchte. Dankeschön.
Ja, wunderbar. Olga, herzlichen Dank. Es ist schon faszinierend, was die Pflanzen so alles hinkriegen. Ich würde bitten, sozusagen, wenn es Fragen gibt, diese in den Chat zu schreiben. Ich glaube, Olga, du siehst den Chat selber, aber ich würde sie dann trotzdem vorlesen, sodass alle die hören und du dann die Antwort entsprechend darauf gibst. Ich fange einfach mal an. Diese 3 R, diese 9 Rs, ja, stammen die von euch oder ist es, wer hat die erfunden? Und wo steht das alles? Ja, also die habe ich nicht erfunden, leider. Das kann man im Internet finden. Tatsächlich wird das sehr oft, wenn es darum geht, Menschen teilhaben zu lassen an der Nachhaltigkeit, dann müssen wir ja irgendwie auch mal gesagt kriegen, was richtig und was falsch ist oder was wünschenswert ist. Da kommen die her. Das fing mit 3 Rs an und dann gibt es 6 und dann gibt es 9. Also das kann man natürlich auch sehr weit ausführen. Wenn einem Schickes einfällt, dann kann man da noch was dazufügen. So jederzeit, genau. Okay, ja, genau. Aber es sind schon Dinge dabei. Wir haben uns ja im Vorfeld auch unterhalten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Rethink hier oben haben, ja, dann geht es eben auch ein bisschen in die Richtung, muss ich mal drüber nachdenken und meinen Lebensstandard ändern kann. Ich kann nicht immer nur davon ausgehen, dass die anderen schon alles richtig machen. Ja? Oder dass, wenn wir jetzt über Reparatur sprechen, dann habe ich jetzt gelesen, dass wir seit Neuestem in der EU eine Verpflichtung bekommen, dass Produkte, die wir kaufen, repariert werden können. Das wird dann verpflichtend für die Firmen. Das bedeutet, da kann ganz viel passieren. Dann sollten wir natürlich auch die Sachen zur Reparatur geben und sie nicht wegwerfen. Also das sind alles so Dinge, die schon zusammenhängen. Mir fällt nur ein Remember, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Okay. Es gibt im Moment noch keine Fragen, dann stelle ich einfach meine zweite Frage. Gerne. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe mit dem Self-Repair und Self-Healing. Du hast es so irgendwie unterschieden. Self-Repair ist sozusagen erstmal sozusagen reparieren schnell, quick and dirty. Und das Healing ist eigentlich dann eine zelluläre Aktivität, wo wirklich Zellen das Gewebe neu machen und eigentlich genauso gut machen wie vorher. Also ich sage jetzt mal so, wie es zum Beispiel Knochen auch macht, war einfach dann eine wahnsinnige zelluläre Aktivität nach einem Knochenbruch da ist. Das heißt aber de facto, dass man eigentlich technisch gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich immer nur auf dem Repair beschränkt ist, weil das Healing ja eigentlich, Entschuldigung, ja, weil das Healing ja eigentlich sozusagen ja technisch gar nicht in dem Sinne geht, außer man hat halt irgendwelche Micro- und Nanomachines, die das dann halt bauen. Ja, da hast du ganz, ganz und gar recht. Also Sealing, dieser erste Teil, dieser schnelle, das kennen wir ja auch, wenn wir uns geschnitten haben an der Haut. Ja, das hört ja relativ schnell auf zu bluten. Das ist Sealing. Und das finden wir bei den Pflanzen eben auch, dass sie dieses Sealing machen. Wir sehen hier, deshalb habe ich dieses Bild jetzt gezeigt, nochmal eine andere Pflanze. Und zwar ist es der Kaktus, den wir eben gesehen haben. Hier dieser Kaktus, da haben wir reingeschnitten. Und da sieht man sehr schön, hier haben wir reingeschnitten. Dann hat er... dann hat er im Rahmen, also diese Pflanze interessiert sich für Wunden überhaupt nicht. Das war ganz interessant. Also das ist der ehrlich gesagt wenig egal. Ja? Das Einzige, was sie dann macht, ist, dass sie dieses rote Abschlussgewebe hier produziert. Das ist etwas, das ist so eine Art Barriere aus Lignin, also diesem Verholzungsstoff. Und das war's. Ja? Die lässt das auch, also das sieht so aus, ewig und 3 Tage. Viele Pflanzen gehen gar nicht in diesen Healing-Vorgang. Ich habe auch vorhin gezeigt, wenn zum Beispiel so ein Latex-Propf dauerhaft drauf bleibt, dann ist das für die Pflanze in Ordnung. Du hast ein Beispiel gebracht, die Knochen. Die Knochen sind wirklich eine Ausnahme, weil die Knochen keine Narben produzieren. Ein Knochenbruch verwächst wirklich so. Das wird wieder wie vorher. Du siehst es eigentlich nicht. Das baut sich so lange um. Wir wissen das ja, der Knochen kann ja anlagern und wieder Material entnehmen. Und also der Knochen ist ein super Beispiel,
Aber es, also das, soweit ich weiß, das einzige Gewebe, das tatsächlich ohne Narben auskommt. Bei den Pflanzen haben wir Narben und diese Pflanze hat uns fast an den Rand des Irrsinns gebracht, weil wir haben ganz tolle Formel gefunden, wo alles drin war, ja, also die mechanischen Eigenschaften im unverletzten Zustand, im frisch verletzten Zustand und dann im geheilten Zustand. Und diese Pflanze hat es fertiggebracht, nach der Heilung oder nach der auch der Versiegelung schlechtere Werte zu produzieren als vorher im intakten Zustand. Damit war unsere Formel ist so durch die Decke geschossen. Das ging gar nicht. Wir mussten dann was Neues finden, weil sie sich eben eigentlich nicht drum schert. Es ist der Pflanze egal da oben, ob sie da kaputt ist. Das würde ein Ingenieur natürlich nicht akzeptieren. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Also es geht halt auch immer ein bisschen darum, das richtige Beispiel zu finden Vielleicht in der Natur, ne? haben wir eine Frage von der Anna Meier. Danke für den spannenden Vortrag. Ich nehme an, das Fachgebiet der Biomimetik ist stark interdisziplinär in seinen Anwendungen. Wie gelingt es Ihnen, die Ergebnisse anzuwenden bzw. Anwendungsbereiche zu finden? Ja, es fing mit einem Beispiel an, das ich heute nicht gezeigt habe. Da ist tatsächlich ein Physiker auf uns zugekommen und hat gesagt, wir haben da so ein Problem, wir haben da so ein pneumatisches System und da hätten wir gerne, wenn da halt ein Loch reinkommt, dann fällt es in sich zusammen. Das ist bei pneumatischen Systemen ja immer so, das kennen wir von jedem Fahrradschlauch. Und da hätten wir gerne eine selbstversiegelnde Beschichtung. Und das war eigentlich das erste Zusammentreffen. Das heißt, da ist jemand auf uns zugekommen mit einer Fragestellung für ein Produkt, das wir selber vorher noch nie gekannt haben. Und dann haben wir aber sehr schnell festgestellt, dass das ein super spannendes Thema ist, die Selbstreparatur. Und ich habe das ja vorhin auch gezeigt. Wir haben dann bei ganz vielen verschiedenen Pflanzen geschaut, welche verschiedenen Mechanismen gibt es denn? Wie viele verschiedene Prinzipien können wir denn finden? Und je mehr wir dann gefunden haben und je mehr bekannt wurde, dass wir das können, desto eher und vorgetragen haben, desto eher ist natürlich Industrie auch wieder auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir helfen können. Das ist ein Vorgang, der über Jahre geht, auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun hat, auch mit dem, was man schon vorzeigen kann. Und also so geht es eigentlich. Es ist ein Hin und Her. Es ist nicht eine einmalige Sache, die da stattfindet. Ja, danke. Dann gibt es noch eine Frage, wie man die Abszession mit Müllverwertung verbinden kann. Ja, es geht ja im Prinzip darum, wenn wir die Materialien sortenrein trennen könnten, dann können wir sie wieder verwenden. Und dann haben wir keinen Müll. Im besten idealen Fall. Okay. Das war sozusagen die Idee Ja, dahinter. ja. Also es geht um Recycling und je besser wir die Sachen, also das Problem ist ja, dass wir die Sachen während der Servicezeit soll die Materialsysteme ja beieinander bleiben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, jetzt werfen wir das weg, ja, unser Handy oder was auch immer. Und dann kommt der Moment, wo wir sagen, das sind so viele interessante Materialien drin, auch diese seltenen Erden und alles, die hätten wir gerne wieder raus, die brauchen wir auch. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das? Und ich mache mir vielleicht mal ein Beispiel. Wie kann dieses Material wissen, in Anführungsstrichen, dass es jetzt dem Ende zugeht? Indem ich es in ein Produktumfeld gebe, in dem es normalerweise nicht ist. Also ein Handy sollte meiner Ansicht nach nie in Meerwasser kommen. Das ist eigentlich das Ende für so ein Handy. Ja? Also das war es dann. Das heißt, wenn wir jetzt ein sozusagen salziges Wasser oder ein Wasser mit einem besonderen pH haben, pH-Wert haben, oder, dann könnte das tatsächlich dazu führen, ich gehe jetzt noch, oh nee, oh Gott. Klappt das noch? Seht ihr noch das Richtige? Ja? Ja. Gut, okay. Dann könnte tatsächlich passieren, dass irgendeine Schicht, die wir da vorher schon eingebaut haben, die fängt dann erst an zu reagieren. Die ganze Zeit ist die still, ja. Aber wenn dieses Handy in ein Produktumfeld kommt, wo es dann plötzlich anders wird, dann könnte tatsächlich sein, dass diese Schicht anfängt zu schwellen und dann bricht es an der Stelle kontrolliert auseinander. Es darf natürlich nicht während der Servicezeit passieren und nicht dort, wo sich das Handy normalerweise befindet oder vielleicht mal, weil man es versehentlich sagen wir mal jetzt, im Waschbecken ins Wasser hat fallen lassen. Da sollte das noch nicht stattfinden. Aber wenn es wirklich
voll und ganz, auch temperaturmäßig zum Beispiel, voll und ganz außerhalb seiner normalen Servicebedingungen ist, dann also könnte man sich vorstellen, dass sowas funktioniert. Ich hätte noch vielleicht eine letzte Frage. Dieses Stängelblattsystem ist ja recht faszinierend. Und ich meine, du hast gezeigt, dass das wirklich Gradientenwerkstoffe par excellence sind auf verschiedenen Ebenen. Was kann man da heute schon technisch machen damit? Ich meine, wir haben ja 3D-Drucker und so weiter. Da kann man ja mittlerweile schon ganz, ganz tolle Sachen machen. Gibt es da schon, sage ich jetzt mal, Anwendungsbeispiele für so? Keine Ahnung, in der Architektur, aber auch irgendwo anders, wo man solche Dinge verwendet, wirklich um Strukturen nach diesem Vorbild zu machen. Also wir haben das leider im Rahmen von dem Transregio nicht mehr machen können mit den Kollegen zusammen, aber die Ergebnisse sind alle da und wir arbeiten mit denen ja noch zusammen. Ich hoffe, dass wir an dem Punkt noch mal kommen. Das ist ja auch so eine Krux und Oskar, du kennst das ganz gut. Dann ist das Projekt zu Ende, dann ist auch kein Geld mehr da und dann kommt ein neues Projekt mit einem neuen Thema und dann muss man erst warten, bis man sozusagen dort wieder anknüpfen kann. Ja, leider haben wir das innerhalb dieses Transregios nicht geschafft, das in die Architektur zu überführen. Ich hätte sehr gerne gemacht, weil ich glaube, dass da viel Potenzial drin ist. Aber wie gesagt, ich treffe die Kollegen regelmäßig und frage, wie es weitergehen könnte. Gut, so, ich sehe sozusagen aus dem Auditorium keine Fragen mehr, letzte Chance. Dann würde ich das beschließen damit. Olga, herzlichen Dank für den sehr, sehr breiten und sehr, sehr für mich sehr inspirierenden Überblick über die Pflanzenwelt und was wir daraus lernen können. Danke an alle für die Teilnahme und wir haben, glaube ich, jetzt ein bisschen Pause. Ich schaue jetzt noch mal kurz rüber. Nächste Triple End Talks gibt es am 23.11. Vielleicht kommt ja noch dazwischen was rein. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Abend. Olga, dir nochmal herzlichen Dank und beschließe damit diese Sitzung oder dieses Seminar. Ja? Ich bedanke mich auch sehr Schönen Abend an herzlich. alle.